Wenn ein Team, sagen wir mal beispielsweise die Brooklyn Nets, einen wechselwilligen Superstar in den eigenen Reihen haben, sagen wir beispielsweise mal Kevin Durant, dann will ein solches Team in einem potenziellen Trade natürlich eine ganze Menge Gegenwert für so einen Spieler haben. In der Regel interessiert man sich dann für einen All-Star oder All-NBA-Level-Spieler, Spieler auf einem ähnlichen Niveau, oder man interessiert sich für junge Talente mit Superstar-Potenzial und natürlich interessiert man sich auch für eine ganze Menge Draft-Picks. Die New Orleans Pelicans bekamen beim Anthony Davis Trade unendlich viele Picks, eine Reihe von jungen Spielern und ein Talent mit All-NBA-Potenzial in Brandon Ingram. Die Oklahoma City Thunder bekamen unendlich viele Picks von den Clippers für Paul George und als Kronjuwel natürlich niemanden geringeres als Shai Gilgeous-Alexander. Und eben auch jene Brooklyn Nets bekamen die maximale Anzahl von Erstrundenpicks aus Phoenix, allerdings bekamen sie weder einen All-NBA-Level-Spieler noch jemanden mit auf dem ersten Blick All-NBA-Potenzial. Stattdessen ging eine Reihe von guten Rollenspielern nach Brooklyn, Jay Crowder, Cam Johnson und natürlich Mikal Bridges. Und eben weil so ein junges Star-Talent fehlte, wurde der Trade von einigen auch kritisiert und auch ich war etwas zwiegespalten, wenn auch leicht positiv dem Ganzen gegenüber, denn man darf die zum Scheitern verurteilte Ausgangsposition der Nets bei dem Ganzen natürlich nicht außer Acht lassen. Jenes neue Team in Brooklyn ist ein ganz besonderes, weil einzigartiges, mit einer unglaublichen Tiefe, unendlich vielen wertvollen Rollenspielern gerade auf dem Flügel, aber keinem Franchise-Spieler und auch ohne eigene zukünftige Picks mitten im Rebuild. Nun, wie gesagt, eine Menge Rollenspieler, keine klare erste Option, niemand mit Star-Upside, könnte man zumindest denken. Denn was wäre, wenn die Nets jemanden bereits heute in den eigenen Reihen hätten, um den man langfristig zumindest etwas herumbauen könnte, ein Spieler, der alle Voraussetzungen mitbringt, um in seiner neuen Rolle in Brooklyn aufzublühen, der mit mehr Touches, mehr Würfen, mehr Aufgaben von einem Edel-Rollenspieler zu einer primären offensiven Option werden könnte. Mikal Bridges scorte in Brooklyns letzten Spiel vor dem All-Star-Break 45 Punkte bei irren 17 von 24 aus dem Feld und Mann, oh Mann, das sah schon ziemlich beeindruckend aus. Natürlich wollen wir jetzt hier nicht überregen nach einem einzigen Spiel, aber er zeigte nicht nur seitdem er bei den Nets spielt ein paar tolle Ansätze, von denen man in einer größeren Rolle vermutlich noch etwas mehr sehen könnte in Zukunft. Also kommt heute mal ein Breakdown über einen so ziemlich perfekten Rollenspieler, Flügelspieler und Wing 3D-Prototyp in der modernen NBA, der um mehr Anlagen eines Ballhändlers und Playmakers aufblitzen lässt. Gefallen euch meine Videos, dann lasst sehr gerne ein Abo und Like da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Aber starten wir doch erst einmal damit, warum Mikal Bridges so ein überragender und einzigartiger Rollenspieler Wing ist, denn dafür gibt's eine ganze Reihe von Gründen. Das geht damit los, dass er immer spielt und damit meine ich immer. Bridges verpasste letzte Woche das erste und bisher einzige Spiel seiner NBA-Karriere und das lag auch einzig und allein daran, dass er beim ersten Spiel der Nets nach dem Trade noch gar nicht spielen konnte, es lag also nicht mal an ihm. Anders formuliert, er hat in 5 Jahren NBA jedes Spiel absolviert, das er hätte absolvieren können, er ist nie verletzt, muss nie geschont werden, er ist einfach immer verfügbar. Und diese Availability ist natürlich absolut Gold wert, ein riesiger Pluspunkt und darüber werden sich auch Brooklyn Nets Fans freuen. Aber das ist natürlich lange nicht alles, denn Mikal Bridges ist der Spieler, an den ich bei meiner neuen Definition des 3D-Spielers gedacht habe, also nicht nur Dreier und Defense, sondern 3 offensive Skills und Defense. Und jene 3 Skills sind natürlich Shooting zum einen und dann das Attackieren von Closeouts und den extra Pass zu spielen. Mikal Bridges hat alle diese 3 Skills perfektioniert, das geht mit Dreier-Shooting los. 38% über seine Karriere bei 6 Versuchen pro 100 Possessions, 40% letzte Saison, 39% in dieser, 57% in den wenigen Spielen für Brooklyn, die Definition von konstant. Der 26-Jährige ist einer der besten Spot-Up-Shooter der NBA, er versteht es perfekt, sich zu positionieren und freizulaufen, hat einen schnellen und vor allem hohen Release, was ihn insgesamt zu einem ultra gefährlichen Sniper macht. Und das auch nicht nur bei Standstill, Catch and Shoot Dreiern, sondern auch aus der Bewegung, teilweise sogar in Offscreen-Spielzügen, um speziell ihm einen Wurf zu generieren. Hier beispielsweise schon in Brooklyn, High Pick and Roll und Claxton rollt gar nicht mal zum Korb ab, sondern stellt einen Downscreen für Bridges. Der zweite angesprochene Skill ist das Attackieren von Closeouts, auch das eine große Stärke des 26-Jährigen. Da muss man natürlich dazu sagen, je gefährlicher man als Shooter ist, je ernster Defender deine Würfe nehmen, desto schneller müssen solche Closeouts natürlich auch gelaufen werden und desto einfacher ist es, diese dann zu attackieren. Bridges macht das immer wieder fantastisch und da gehören mehrere Dinge und Mikroskills dazu, natürlich erstmal die Athletik und der schnelle Antritt und dann, dass er mit seinen langen Beinen und großen Schritten den Raum von der Dreilinie bis zum Korb ziemlich schnell wieder gut machen kann.
Und dann aber auch das Decision-Making. Wann passe ich, wann werfe ich und wann gehe ich zum Korb? Hier sieht er beispielsweise all diesen freien Raum hinter Struce und weiß, was zu tun ist. Der dritte dieser drei Skills ist, den extra Pass zu spielen, die Entscheidung treffen zu können und vor allem auch zu sehen, ob ein anderer Mitspieler besser postiert ist oder freier ist. Das bringt uns zum zweiten Teil dieser 3&D-Gleichung, und zwar der Defense. Und wie wir wahrscheinlich alle wissen, ist Mikal Bridges einer der besten Wing-Point-of-Attack-Defender in der gesamten NBA, ein Verteidiger auf All-Defense-Level. Er bringt als On-Ball-Verteidiger einfach alles mit und deshalb verteidigt er in der Regel auch den besten Perimeter-Creator des gegnerischen Teams. Bridges ist athletisch, hat lange Arme, lange Beine, große Hände, schnelle Reflexe, perfekte defensive Technik und ein fantastisches Spielverständnis. Er spielt mit Einsatz und macht so gut wie keine Fehler. Ich meine, was will man mehr? Schaut mal, wie er hier einen der besten Driving Point Guards der Liga am 1 gegen 1 perfekt verteidigt und vor sich hält, wie schnell dieses Reaktionsvermögen ist, wie schnell er die Füße bewegt, diese unfassbare Mobilität. Und das dann eben gepaart mit unter anderem dieser lächerlichen Wingspan, die es ihm auch erlaubt, regelmäßig einfach mal auch Jumper zu blocken. Seine Screen-Defense ist außergewöhnlich, wie er es schafft, am Ballhändler dran zu bleiben und diesen zu stören, oft auch dann den Ball klauen zu können, ist nahezu einzigartig in der NBA. Und nicht nur das, auch im Teamverbund wird er Jahr für Jahr besser, in jeder Rolle, schaut, wie er den Pass riecht und wunderbar abfängt. Gerade als Nail-Defender ist er mir in dieser Saison richtig ins Auge gefallen, Jimmy Butler und Jason Tatum sind da zwei der besten Verteidiger der Welt in dieser Rolle und Bridges ist da, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so weit weg. Schaut mal, wie er hier am Nail postiert ist und wunderbar Help Defense beim Drive von Zion Williamson spielt. Diese langen Arme und geschickten Hände sind allgegenwärtig. Hier in einem anderen Game gegen die Pelicans, wieder gegen Zion, Bridges als Help Guy und nicht primär am Ball, funktionierte ebenfalls bestens für die Suns und bei den Nets soll das auch nicht unbedingt anders sein. Also, Mikal Bridges ist der perfekte Rollenspieler in der modernen NBA, defensiv überragend und sowohl ein fantastischer Advantage Extender als auch Capitalizer. Aber wie sieht es denn eigentlich als Advantage Creator aus? Eine Rolle, die er in Brooklyn mehr übernehmen muss und wird und wovon wir, wie angesprochen, auch schon erste Ansätze gesehen haben. Nehmen wir doch mal das Spiel gegen die Heat direkt im ersten Angriff, isoliert gegen Jimmy Butler auf dem Flügel und Bridges geht sofort zur Arbeit, Drive über rechts, Kontakt gesucht und Butler weggedrückt und dann der softe Push-Shot. Und dann weiter gegen die Switching Defense der Heat, ISO gegen Struss, er geht ganz entspannt zurück, dribbelt sich in den Rhythmus, rein in die Midrange und ist Kevin Durant zurück mit einer neuen Rückennummer? Die Nets verschwenden nicht viel Zeit, lassen Bridges sich erst einmal abseits des Waldes bewegen, hier geht er über den Stagger Screen, bekommt dann noch ein Screen von Simmons nach dem Handoff und kommt so in Richtung Korb. Und genauso soll man es ja auch machen, diese Spieler zuerst über Off-Ball-Screens wie hier den Ram-Screen gehen zu lassen, damit sie ihren Defender schon mal so halb abschütteln können im Optimalfall, damit das Leben einfacher wird. Das haben wir in Phoenix am laufenden Band gesehen, durchaus erfolgreich, hier zum Beispiel Down-Screen für Bridges, während er von der linken Ecke hochkommt, via Handoff an den Ball, die Defense muss schon arbeiten, bevor er überhaupt an den Ball kommt, das ist so viel einfacher, dann etwas entstehen zu lassen für ihn. Die Suns liefen all diese Spielzüge, die man am laufenden Band für Devin Booker gelaufen hat, vermehrt für Bridges in diesem Jahr, um ihm mehr Würfe innerhalb des offenen Systems zu generieren und das mit großem Erfolg. Und was es für einen Unterschied machen kann, das sieht man hier schön, schaut euch das mal an. Bevor sich Bridges den Ball via Handoff abholt, muss Van Vliet ihn schon jagen und hat damit direkt den Nachteil. Im Umkehrschluss bedeutet das dann ein Vorteil für Bridges und den kann dieser dringend gebrauchen, was ihm hilft, etwas entstehen zu lassen. Vergleicht das dann mal mit dieser Szene hier, ein normales Handoff ohne vorherigen Vorteil, also ist Tatum direkt da, wieder gut gemacht von Bridges, aber der Versuch ist deutlich besser verteidigt und dementsprechend auch schwerer. Und dann nochmal zum Vergleich wieder eine Szene mit vorherigem Vorteil, schaut, wie viel einfacher es für ihn wird, wenn sein Defender schon in Bewegung ist. Pick and Roll in der NBA zu laufen ist wahnsinnig schwer, nicht dass ich da irgendwie aus Erfahrung reden würde, aber es ist wahnsinnig schwer. Das ist natürlich ein Lernprozess und in dem befindet sich Bridges gerade und er ist ganz am Anfang. Wir sahen das in dieser Saison in Phoenix mehr denn je, in Brooklyn erwarte ich das gleiche und ich bin positiv überrascht bisher. Gerade wenn es darum geht, sich die Mitteldistanzwürfe zu kreieren, macht er da einen richtig ordentlichen Job. Schaut mal, wie er sich hier gegen Tucker mit dem Push den nötigen Platz verschafft und dann hoch in die Luft geht und den Wurf easy verwandelt. Oder in dieser Szene Fred Van Vliet ins Jail packt, den Ball mit dem Körper abschirmt, mit dem Tempo variiert und wieder easy verwandelt. Die Suns liefen immer wieder sogenannte Double-Drag-Screens mit zwei Ballscreens früh im Angriff, ähnlich wie für Chris Paul am laufenden Band auch für Bridges, und der kommt da genau in seinen Spot. Oder sogenannte Spain-Pick-and-Rolls, auch hier ist die Mitte daraufhin komplett frei, da können sich die Nets noch eine Menge von abschauen.
Allerdings muss Bridges daran arbeiten, mehr zum Korb zu kommen. Das ist ein großes Problem bisher. Hier in diesem Angriff schön zu sehen, da könnte er wirklich durchgehen. Aber das ist, glaube ich, mehr die Frage von Wollen als von Können. Denn schaut mal, was genau einen Angriff später passiert, nachdem ihm vorher gesagt wurde, geh diesmal zum Korb. Und was macht er? Er geht zum Korb und zieht das End-One. Wir sehen mehr und mehr Pull-Up-Shooting auch von Bridges, hier wieder vollkommen im Rhythmus. Also wenn ihr mich fragt, dann sieht das ziemlich clean aus. Wenn wir das zukünftig auf einem konstanten Level sehen, dann traue ich Bridges durchaus zu, mit Leichtigkeit 20 plus oder sogar 23 plus Punkte pro Spiel in Brooklyn zu scoren. Genug Würfe dafür wird er mit Sicherheit bekommen in diesem Team. Es gibt natürlich eine ganze Menge Baustellen, der Scoring-Tunnel, Moves auf dem Weg zum Korb, einfach die fehlende Erfahrung als Ballhändler, das Ziehen von Fouls, die Effizienz insgesamt dabei, all das muss natürlich noch besser werden. Und klar kann man sagen, dass er mit 26 jetzt auch nicht mehr zu einem komplett anderen Spieler werden wird, aber warum eigentlich nicht? Ja, er ist schon 26, aber das ist eine komplett neue Rolle und warum sollte er nicht eine Pascal Siakam-like Entwicklung oder so hinlegen können? Niemand hier redet von einem Kawhi Leonard-Vergleich, ein 3-and-D-Spieler zu Beginn seiner Karriere und heute All-Time-Great-Superstar, aber es gibt genügend athletische Wings in der NBA, die mit einer größeren Rolle zum All-Star wurden, Brandon Ingram unter anderem noch. Schauen wir mal, was für Bridges in Brooklyn noch so möglich ist. Und sollte er sich gar nicht mehr weiterentwickeln, dann bleibt er halt leider nur der perfekte Flügel-Rollenspieler, da gibt es auch Schlechteres. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von seiner Situation und von Mikal Bridges im Allgemeinen haltet. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.